Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge New Star Manager hier bei Heisenberg Zockt. So, wir stehen vor dem Spiel gegen Freiburg, nicht gegen Köln, nein. Haben wir uns zweimal gehabt, einmal unentschieden, einmal dick verloren, das war aber im Cup, das war halb so schlimm, sage ich nochmal. Freiburg, ja, jetzt wir haben aber ein Problem hier, man sieht's mit der Energie. Können wir nicht noch ein bisschen was machen? Mittelfeld rechts, der ist eigentlich auch nicht massiv schlechter. Ja gut, der Liebert ist der Einzige, der halbwegs fit ist von denen. Das ist natürlich jetzt blöd. Was haben wir denn hier sonst noch? Wir gucken mal. Hermann im Torwart, das war auch nicht so erfolgreich, aber immerhin hat er mal wieder gespielt da im Cup. Hier haben wir Verteidigung rechts, wie gesagt, das passt. Der ist hier im Eimer. Mittelfeld rechts passt. Mittelfeld rechts haben wir gleich zweimal. Wir bräuchten ja wenigstens einmal noch... Ach, Hegeler. Wisst ihr was? Wir machen das folgendermaßen. Hegeler kriegt die Karte. Und zwar eine der guten Variante oder eine gute Variante der Karte. Und kommt hier für ihn rein. Okay, weil dann haben wir im Zentrum wenigstens auch noch einen Fitten. Im Sturm vorn haben wir Gigi. Der ist halt auch nicht so fit, aber den lassen wir. Ja, dann lassen wir den mal draußen. Für den Moment. Kassner, die sind auch fit. Wir bräuchten im Prinzip hier in der zentralen Verteidigung jemanden, der fit ist, und das haben wir genau nicht. Links wäre eigentlich Kollege Dingens, Iglesias, aber der ist völlig im Eimer. Gut, die machen eine Pause. Ne, der Cunha wäre es gewesen, wobei Iglesias könnte auch links spielen. Die machen eine Pause, ganz einfach. Wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben an Spielermaterial. Wir versuchen unser Glück mal so. Wir fahren fort, wir bestätigen. Und let's rock. So, Vollgas. Energie hin oder her. Wir brauchen hier volle Pulle, weil es gilt einmal mehr. Ein Unentschieden ist okay, alles andere ist Käse, weil dann kommen sie näher. Wobei, die sind ja einen Platz vor uns. Punkte gleich. Da würde sich dann einfach nichts ändern. Das wäre aber eigentlich auch okay. Ui, das war ein gefährlicher Pass. Jawohl, das passt. Jetzt ist der aber noch nicht wirklich dort, wo er hingehört. Jetzt wäre er da. Abbrechen, weil ich möchte hier einmal eine Flanke reinschlagen. Ihr habt es geahnt. Ui, das war eine hohe. Ich habe es gemerkt. Der Ball ist noch gesprungen. Aber cool, dass das Spiel das irgendwie, wie soll ich sagen, auch merkt, dass der Ball eben gesprungen ist. So, wir machen hier mal noch ein bisschen eine andere Perspektive. Oh, schaut mal hier. Klappt das, wenn ich das so mache? Jawohl, sehr schön. Und jetzt irgendwie da runter. Ah, Prellball. Ah, wie doof. Kriegen wir den nochmal? Jawohl. Sauber. Zurücklegen. Hier hin. Seite wechseln. Wieder gefährlich. Jetzt zuckelt das Bild wieder. Warum das immer mal wieder zuckelt, ich weiß es tatsächlich nicht. Habe ich aber auch schon mal gesagt, dass ich es nicht weiß. Ich weiß es immer noch nicht. So. Nochmal eine Flanke, nicht mehr ganz so hoch. Ja, die wäre besser gewesen. Hat aber auch nichts gebracht. Aber wir haben noch den Neuversuch. Wir müssen jetzt ein Tor schießen. Jetzt hier gar nicht lange rummachen. Aber eben, ist gar nicht so einfach, weil Freiburg natürlich auch eine Bundesliga-Mannschaft ist. Ganz so einfach sind die auch nicht zu bezwingen. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele Goldspieler die drin haben. Ich nehme mal an, den einen oder anderen werden sie haben. Im Gegensatz zu uns. Wir haben natürlich gar keinen. Boah, kriegst du hier einen Fallrückzieher hin? Oh, schade. Ei, das wäre natürlich ein Tor des Jahres gewesen. Ah, aber wir müssen auch nicht versuchen, Tore des Jahres oder Tor des Jahres zu schießen. Wir müssen versuchen, ein Tor zu schießen. Was hat er denn jetzt wieder gesehen? Bartels kenne ich nicht. Gelbe Karte, okay. Nein, nicht Freiburg, sieht gefährlich aus. Nein. Ah. Okay, Calvel hat gehalten. Wow, endlich mal. Endlich hat sich das mal ausbezahlt, dass wir einen Torwart haben. Diesen oder diesen? Ich mach mal diesen. Ich habe es fast befürchtet, dass das nicht klappt. Ah, come on. Den hast du noch. Oh, nee, wie doof. Warum mache ich es denn, wenn ich schon denke, dass es nicht klappt? Ja, okay. 0-0 zur Pause. Taktik. Das sieht hier ganz schlecht aus. Das kann natürlich verheerend sein. Dann in der zweiten Halbzeit, wenn die alle keine Energie mehr haben. Also jetzt nehmen wir mal sicher Gigi rein. Der ist immer für ein Tor gut. Schubert, Witting... Da können wir nicht viel machen. Wir müssen hier was machen. Zentral oder links? Zentral hätten wir da an. Links haben wir keinen, ist klar. Ja, vielleicht dann doch irgendwie falsche Position. Also, dass wir den Kogler hier raufnehmen. Aber das ist natürlich auch nicht unbedingt eine gute Lösung, weil man hat gemerkt, oder ich habe gemerkt,
Wenn man auf falschen Positionen spielt, sind das oft die Auslöser für Gegenangriffe. Das steht dann geschrieben hier. Wir machen mal so weiter. Ja, okay. Wir brauchen ein Tor. Wir spielen ab, beziehungsweise wir spielen das ganze Dingens hier ab. Okay, ja, jetzt Tor. Wie? Das ist schon mal ganz schlecht. Da komme ich nicht nach da, da komme ich nicht wirklich nach da. Wenn ich nach da spiele, spielt er den Ball ins Aus. Ich sehe es kaum. Nee, hat geklappt. Okay, über 2 Meter klappen die Pässe. Das war jetzt ein bisschen fies, aber jetzt haben wir mal Platz. Lasst uns doch hier mal laufen. So, in Ruhe nach hier außen. Gerne nochmal kurz drehen. Ihr ahnt es. Genau, ich möchte flanken. In Ruhe, wir müssen das 1-0 machen. Alles andere ist Käse. Ah! Und jetzt. Ah! Kasten? Jawohl. Es geht irgendwie nur über den Flügel. Es ist fast nicht zu bewerkstelligen anders. Aber ihr seht schon, die ziehen sich ja gleich zusammen. Wir haben den Platz nicht, um etwas zu machen. Jetzt haben wir aber den Platz, um die Flanke reinzuschlagen. Jawohl, jetzt müsste es doch eigentlich klappen. Zack, und 1-0. Jawohl, sehr schön. So, jetzt frage ich mich halt tatsächlich, ob wir mauern sollen. Dann mal hinten zumachen, dass wir auf Verteidigung gehen. Weil es ist müde. Wir können nichts machen. Doch, wir können... Wenn ich jetzt Kogler reinbringe, ich sehe es doch kommen. Ich sehe es kommen. Dann haben wir wieder ein Problem. Weil der dann irgendwie patzt. Dann würde ich den eher drin lassen für den Moment. Ich mache hier aber mal, dass wir hier auf Verteidigung gehen. In der Hoffnung, dass hier nichts mehr passiert. Und sonst werden wir hier relativ schnell wieder wechseln. Oh, wir haben eine Chance. Und das, obwohl wir verteidigen. Dafür fangen wir irgendwie auch zu hinterst an. Okay. Ja, ja. Da könnte man tatsächlich eigentlich, wenn die schneller wären als ihre Gegenspieler, dass man sie hier schickt. Aber ich glaube, die sind nicht schneller. Deswegen machen wir das anders. Wir nutzen mal den Platz, zumindest für den Moment, wie man dann hier gleich begleitet wird. So, ja, machen wir den hier hin. Spielen ihn wieder raus. Und jetzt dahin. Ne, da laufen wir nochmal einen Meter. Wechseln wieder die Richtung, damit wir flanken können und versuchen das gleich nochmal so, wie wir es vorher gemacht haben, so wie es von Erfolg gekrönt war. Okay, das ist irgendwie Käse. Bilde mal nochmal zurück. Ah, aber doch nicht ihm hier. Los, den hast du. Sauber. Das hat geklappt. Okay. Man muss irgendwie viel mehr aufpassen wie in den unteren Ligen. Man ist so schnell den Ball los. Aber ist natürlich auch cool, weil das ist... Ah, was macht er denn? Eieieiei. Come on. Weil es ist natürlich realistischer. Wir sind hier natürlich eben tatsächlich in der Bundesliga. So, und jetzt werde ich hier mal... Okay, das war ein Roller. Aber ein Versuch war es wert, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Was, wer hat wem den Ball gegeben? Warum das denn? Nein, nicht doch. Okay, dann können wir das hier wieder aufheben. Wir gehen nochmal schnell hier rein und gucken, müssen wir irgendjemanden ersetzen. Wir haben eigentlich nur für Mittelfeld rechts einen Ersatz. Das wäre... Das ist doch hier eh schon falsch. Mittelfeld links, rechts. Wir haben zweimal Mittelfeld links, rechts. Wir machen das mal folgendermaßen. Hier wird gewechselt und dann kommt hier Mittelfeld rechts Hämmerle. Und hier bringen wir tatsächlich noch Kogler, bevor Weiß irgendwie sich noch hier mit den Fuß bricht. Das muss ja dann definitiv auch nicht sein. So, wir hätten gerne nochmal den Ball. Jawohl. Man lasse uns doch nochmal ein Tor schießen. Stehen die beide im Abseits? Nee, die stehen beide nicht im Abseits, weil der das Abseits aufhebt. Guck mal einer an. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Und jetzt rüberlegen. Und der läuft auch oder der haut ihn weg. Oh, 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 oh. Oder hier in die kurze Ecke. Ich hau den mal hier in die kurze Ecke. Ah, schade. Hast du ihn noch? Jawohl, wir haben ihn wieder. Nicht noch. Ah, vielleicht doch besser rüberlegen, aber ich hatte Angst, dass da ein Weißer dazwischen geht. Dann wäre der Ball eben auch weg gewesen. So, nochmal über den Flügel. Jawohl, das müsste klappen. Und jetzt halt den Klassiker wieder. Wobei, jetzt steht der hier im Weg. Versuch's trotzdem. Ja. Oh, 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 oh. Zack. Jawohl, Tor. Puh, 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 puh. Okay, das müssen wir jetzt aber nach Hause bringen. Es ist eigentlich relativ kurz vor Schluss. Da sollte nichts mehr anbrennen.
Wow, okay, gewonnen. Das war ein wichtiger Sieg. Freiburg haben wir jetzt überholt. Wir haben 3 Punkte mehr als Freiburg. Halleluja. Okay, 4 mehr. Zwei in letzter Zeit äußerst schlecht. Ich muss mal gucken, wer das genau ist. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Ist das der neue Torwart? Nein. Die Chemie zwischen Fiebig und Emerson ist schlecht. Das ist natürlich schlecht. Wir gucken mal. 4 März, oder wie der heißt. Fortfahren. Ein beherzter Sieg stand da. Jetzt ist er aber völlig durchgedreht, die gute Frau. Mag uns die plötzlich? 10 Punkte. Okay, hier sind es 5 bis zum Abstieg. Hier oben ist alles dicht beisammen. Also wir könnten mit einem weiteren Sieg hier fast bis zu den Europa Cup, also UEFA Cup war das mal früher, Europa League Plätzen kommen. Okay, das ist aber die falsche, nee, ist nicht die falsche Richtung, aber die falsche Überlegung. Wir müssen gucken, dass wir das hier irgendwo festigen können. Gut, wir fahren fort. Ja, da gibt es wieder Knete, sehr gut. Wir haben schon wieder über 100.000, das ist doch sehr nett. Dann brauchen wir mal ein paar Karten, würde ich sagen. Mit daher, also Kartendosen, damit wir mal wieder was machen können. Hämmerle hat nur noch einen Vertrag über 5 Spiele. Der 32er mit Teileinsätzen. Okay, das war der, der jetzt gerade reinkam vorher. Will unbedingt über den Vertrag sprechen. Ich würde sagen, das machen wir mal. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wir stimmen zu. Die 4 ist irgendwie doof. Das passt. Gut, der darf bleiben. Saubere Sache. Aber Hawaii hat auch nur noch einen Moment. 10 Spiele, das ist aber all das. Also das lassen wir mal noch laufen. 10 Spiele sind 10 Spiele. Hier noch eine Woche, bis hier die Sachen gemacht sind. Sauber. Interview. Frage unter Druck. Wer ist aktuell der beste Torschütze? Müsste eigentlich Winter sein. Den haben wir hier gar nicht, dann ist es wohl Gegenbauer. Gut. Fortfahren. Ein Kärtchen. Eine Kabinenansprache. Ja, hatten wir schon länger nicht mehr. Die kann man natürlich auch immer gut gebrauchen. Hier haben wir noch die Ziele. Das haben wir. Das haben wir nicht. Eine Partie mit 2 Toren Abstand gewinnen. Ja, das ist hier oben, sage ich mal, nicht ganz einfach. Okay, wir gehen mal gucken, wen wir als nächstes haben. Mainz. Okay, wo gehört Mainz hin? Oh, nach hier unten. Das sind die mit den 10 Punkten. Ist wieder ein eminent wichtiges Spiel. Ja, okay, dann gehen wir das entsprechend an. Wir machen den Assistentenvorschlag und haben immer noch hier lauter Leute, die nicht mögen. Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir das genau machen. Wir nehmen den Weiß mit. Wir haben wieder Karten bekommen. Da können wir definitiv noch was machen. Dann Schubert möchte ich tatsächlich auch dabei haben. Und zwar... Wisst ihr was, wir machen erstmal die Karten. Dann machen wir nochmal die automatische Dings. Oh, wir haben einfach 2 von denen. Okay, Schubert. Zack. Okay. Assistentenvorschlag. Dann wandert der natürlich rein. Verteidigung zentral. Weiß. Ich würde sagen, wir geben Weiß noch eine Karte oder nee, wir geben Fiebig eine, damit der spielen kann vernünftig. Dann haben wir die Karten eh schon wieder alle weg. Heiliges bisschen. Fiebig ist hier. Jetzt habe ich aber, glaube ich, unseren Torschützen vergessen. Ah, der ist immerhin schon wieder hier oben drin. Eisenhower. Ja, hier bessert es langsam. Den könnten wir als Joker bringen. Der hat ja sowieso hier von wegen Edeljoker, dass er nach seiner Einwechslung häufig Torchancen hat. Hier unten. Ja, das müssen wir lassen. Das da oben lassen wir, beziehungsweise wir nehmen... Ne, wir nehmen einen fitten Kleepack mit, das ist wahrscheinlich besser. Okay. Und hier im Mittelfeld, Mittelfeld zentral und Mittelfeld links haben wir jetzt dabei. Hier bei der Verteidigung brauchen wir, wie gesagt, eher Kollege Weiß. Und hier eher Kollege Herrmann. Und dann starten wir mal so in das Spiel, würde ich vorschlagen. Wenn die Beine von O. Herzog so fleißig wie sein Mund wären. Ja, das wäre schön. Dann hätten wir mehr Ruhe. Gut, das hier wird wahrscheinlich ein Problem geben hier unten. Das sehe ich jetzt schon, aber in Ordnung. Wir bestätigen und begeben uns zur Partie gegen Mainz. Natürlich einmal mehr volle Pulle, keine Frage. Und mal gucken. Aha, wir haben den Ball. Schön in weiß-rotem Trikot. Oh, was war das denn jetzt wieder für ein Käse? Irgendwie unsere Pässe kommen nicht wirklich gut an. Oder nicht mehr. Das war schon mal besser. Wie sieht es hier mit dem aus? Genau der gleiche Käse, aber den Ball haben wir. Sauber. Wir laufen mal ein bisschen. Gerne über den Flügel. Gerne hier runter. Und jetzt gibt es den Ball zurück.
Oh, come on, was ist das denn? Warum das ein Pass über 2 Meter? Das kann doch nicht wahr sein. Warum das denn? Es regnet ja gar nicht. Also das kann doch nicht sein. Haben die hier so einen Acker, die Mainzer, dass man hier dermaßen schlechte Pässe spielt? Kann's fast nicht glauben, aber tja. Nee, sowas ärgert einen dann tatsächlich. Also wenn man über 2 Meter keinen Rückpass spielen kann und der landet ihm aus, dann ja, dann wird der Chef dann aber langsam grummelig. Kann ich hier schon was machen? Im Prinzip könnt ihr mal gucken. Ja, viel zu weit. Okay, der haut ihn wieder raus, aber nee, doch nicht. Jetzt haben wir ihn wieder. Das war auch der Kopfball. Ich möchte ihn hier hin haben und der spielt ihn dahin. Tschüss. So, hier rüber. Nimm. Okay, lauf noch mal ein bisschen. Der begleitet dich ja schön. Wir versuchen es mit einem Dribbling. Das klappt nicht wirklich. Aber jetzt vielleicht mit einer Flanke rein. Jawohl, aber das ist ein bisschen weit weg vom Tor. Mal gucken, ob das vielleicht doch klappt. Na? Ah, abgewehrt. Aber irgendwie, das sah ein bisschen nach Hand aus. Also ich hätte jetzt hier, wenn ich Schiedsrichter wäre, Hand gepfiffen. Ja, 2 Chancen, kein Tor. Schlecht. Jetzt hat der Schiri wieder was gesehen. Okay, Groß holt sich eine gelbe Karte. Und wir nähern uns der Pause. Ja, 0:0. Ja, das ist schon alles happig. Okay, und die beiden, das Problem kennen wir. Ich würde jetzt aber eigentlich gerne Eisenhower reinbringen. Sollen wir das mal machen? Das machen wir mal. Wir werden die letzte Karte, die wir haben. Ne, wir haben ja keine. Okay, wir können die Kabinensprache nehmen. Das würde ich, glaube ich, mal machen. Also, seht, bleibt, zeigt, glaubt. Seht, bleibt, zeigt, glaubt. Okay, haben wir. Puh, 12 Punkte, Energiesteigerung. Sauber sieht ein bisschen besser aus. Das hier aber noch nicht. Wie sieht es bei den Einwechslern aus? Ich glaube, die profitieren eben nicht davon. Dann warten wir mal noch mal 1-2 Minuten, bevor wir Eisenhower bringen. So zur 60. hin würde ich das dann etwa machen. So, okay. Bitte eine Chance. Ja, okay, da tut sich nichts. Also nehmen wir Kollege Eisenhower, bringen den für Egner. Und hier Verteidigung links, da könnte man Weiß bringen, der ist halt auch nicht fit. Emerson Verteidigung rechts könnte man bringen. Ja, wir lassen es für den Moment. Okay, bitte eine Torchance, damit Kollege Eisenhower hier zuschlagen kann. Oh, oh, da passiert irgendwie gar nichts. Echt jetzt? Oh, letzte Chance. Oh, oh, jetzt aber Konzentration. Der wäre schön frei. Ich weiß nicht, ob ich bis nach da hinten komme. Jetzt wahrscheinlich ja. Sauber. Oh, 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 das war auch schon wieder hochgradig gefährlich. Wir gehen nach außen. Oh, wie die gleich reingrätschen hier. Das ist ja schon krass. Aber wir haben den Ball wieder. Was war das jetzt wieder komisches? Laufen wir noch ein bisschen. So, nach hier außen. Okay. Auch okay. Die sind aber zu lendenlahm. Sie drehen sich viel zu langsam. Es ist ein Kreuz. Oh, oh. Oh, oh. Ich dachte beim zweiten Mal geht's dann. Ach, wie doof. Oh, wir haben noch eine Chance. Das Spiel ist gnädig. Ja, du hast Platz. Dann würde ich sagen, beweg dich. So, das hätten wir. Jetzt, der spielt den Ball ins Out und ich kriege eine Krise. Nee, das hat geklappt. Nochmal 1-2 Meter laufen. Okay, und die Flanke. Oh, das wäre doch jetzt zu schön. So, Hoppelball. Oh, oh. Ah, der ist irgendwie runtergefallen. Relativ blöde. So, schieß doch einfach von hier. Ah, angeschossen. Oh, der hätte aber auch gleich abziehen können. Hau den um. Hilft ja nichts. Ja, so viele Chancen, kein Tor. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn es beim 0-0 bleibt. Selber schuld. Das ist halt so. Im Sturm hatten wir Probleme. Jawohl, hatten wir. Wir haben den Ball gut behalten, hat nichts gebracht. Ach so, Moment. Ich wollte doch eigentlich noch gucken, wer der andere ist. Das machen wir jetzt noch schnell. Wie sieht's aus bei der Tabelle? Ja, wir sind hier geblieben, wo wir waren. Freiburg ist wieder näher gekommen. Aber okay, wir sind immer noch genug weit weg hier. Wir haben ja doch unentschieden gemacht und nicht verloren. Das darf man nicht vergessen. So, nochmal ein bisschen Knete. Fortfahren. Dann kriegen wir hier, ja, ich würde sagen, zack. 2 solche Karten mit Energie. Die brauchen wir ganz einfach.
Oh, Fitnesscenter ist fertig. Sauber. Rums und fertig. Was haben wir als nächste Stufe? Reduziere mit silbernen Fitnesskarten die Abklingzeit. Okay, da fehlt natürlich das Geld. Der Fitnesstrainer macht hier einen auf. Gleich ist der Vertrag vorbei. Den behalten wir mal, würde ich sagen. Aktion, Vertrag erneuern. Ja, die 11 ist da. Oh, das ist natürlich, das ist ein Traum für jeden, der so ein Spiel. Oh! Jetzt hätte hier die 2 kommen müssen. Na, das machen wir gleich mal so. Bestens, Herr Klapprot. Den behalten wir natürlich. Hämmerle. 44 Wochen haben wir gerade gemacht. Das passt. Jetzt möchte ich hier schnell gucken. Beim Team. Wer war hier der, der irgendwie seit Wochen hier, 4 März, ach der Kollege hier. Da stand doch, dass der irgendwie, keine Ahnung, nicht unzufrieden, aber dass er irgendwie komplett außer Form ist. Können wir hier irgendwie was machen? Leider nicht. Vertrag erneuern, Spielerauktion möchte ich natürlich alles nicht machen. Ich würde mit dem ganz gerne einfach mal reden. Treffen. Okay. Über was wollen wir reden? Mannschaftsform, Entwicklung, ich würde sagen über die Entwicklung. Ne, Mannschaftsform ist schlechter. Okay, vielleicht bringt das ja was. Zufriedenheit 91, also das müsste eigentlich reichen, dass der ein bisschen in die Gänge kommt. Sonst haben wir hier keine Karten mehr, von wegen, dass wir irgendwie noch einen verbessern können. Aber einen Vorfall haben wir noch. Heute Abend gibt es ein Hip-Hop-Konzert. Darf Schmauser heute das Training am Nachmittag auslassen, um rechtzeitig zum Konzert gehen zu können? Ja, ausnahmsweise. Okay, dann kommt Herr Weiß und der ist natürlich wieder der Überzeugung, dass der andere bevorteilt wird. Mein Gott, Herr Weiß, frag halt selber mal. Vielleicht kriegst du ja auch mal einen Nachmittag frei, wenn du abends irgendwie, keine Ahnung, irgendwas isst, wo du hin willst. Also wenn du halt nicht fragst, dann ist doch nicht unser Problem. Okay, das können wir für den Moment wieder wegstecken. Noch ein Spiel. Und das haben wir gegen, das werden wir noch gucken, gegen Hoffenheim. Oh, die sind irgendwo hier oben. Okay, dann haben wir wenigstens nicht viel zu verlieren. Das ist natürlich auch klar. Gut, liebe Freunde. Ja, wir spielen uns so langsam Richtung Klassenerhalt. Ist zwar noch ein bisschen früh, das zu sagen, aber ja. Wobei, wenn wir jetzt eben halt mal wieder ein Spiel gewinnen, dann wären wir relativ schnell wieder weiter oben und könnten vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.